Weil es heißt OO? Das sieht auf jeden Fall nach was Altem aus. Das könnte aber was sein. Das ist gerade zu grün, wa? Ich glaube, ich habe eins. Jawoll! Weißt du, gleich auf dem Boden und du kannst ihn wiederfinden. Geil! Oh. Ja. Oh. Aber erst drüber, als ich Jana hier musste, mal gucken. Wir waren neben also seinem Loch, ja? Aus dem Block rausgefallen. Weißt du, also, aus dem Boden und versuchen, das Detektor wiederzufinden. Das kommt ganz schnell. Hallöchen, Freunde, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer kleinen neuen Folge hier auf dem Kanal. Ich bin heute mal wieder bei meinem Mentor, dem lieben Dirk, in seiner Heimat, in seiner Region gefahren. Wir machen hier heute mit mehreren Leuten wieder eine schöne Nachsuche. Ich denke, ich werde es später mal noch mit einblenden. Erste Thematik von heute, wir fahren 3 Fundplätze ab. Hinter mir, hinter euch, ist schon der erste Fundplatz. Und zwar ja, handelt es sich hier um, ich sage mal, über ein Gebiet, wo vor Jahren Ehrenamtler mit der Landesarchäologie zusammen einen wunderschönen Schatz geborgen haben. Wenn ich einen wunderschönen Schatz sage, meine ich damit, ja, arabisches Hacksilber in jeglicher Form, klein gehackt. Ihr werdet es später hier im Video, denke ich, noch sehen. Wie gesagt, hier ist schon sehr, sehr viel gefunden worden und wir machen hier heute für unsere Landesarchäologie wieder eine Nachsuche. Sollte was gefunden werden, folgt natürlich der Fundbericht, das ist ganz klar. Wenn wir dann hier fertig sind, werden wir bestimmt noch zu 2 anderen Sachen fahren. Aber da müssen wir mal gucken. Wir geben erstmal hier Vollgas. Das Augenmerk liegt heute hier auf diesem kleinen Silberberg. Und ja, dann schauen wir mal. Ich bin gespannt, was wir finden. Bleibt dran. Wenn euch das Format gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr schon mal den Daumen nach oben da lasst. Oder ja, vielleicht ein kleines Kommentar am Ende des Videos. Und ich hau den Deus 2 jetzt an und dann geht's los. Bis gleich. Oh, da haben wir doch schon das erste gute Signal. Das ist eine 92. Und bleibt eine 91. Na, komm schon. Haben sie noch nicht draußen. Ja, die Kamera verrutscht hier. Das ist noch nicht so gut. Und die erste Münze, sehr schön. 1920. Ja. Sich Regen bringt Segen. Sehr cool. Die sieht auch noch richtig gut aus. Top. Super. Naja, 91. Stabiles Signal. Hier haben wir eine 76 drin. Oh, wir haben es. Es bleibt eine 70. Sehr gut. Ich bin gespannt. Alles so schlammig. Ach. Eine scharfe Mumpel. Ich will es nicht immer wieder sagen. Ihr wisst, was ich tue. Die bleibt hier. Ist eine 69 drin. Sehr gut. 65. Uah. Was ist das? Eisenring. Ja. Der ist noch nicht so alt. Der sieht noch gut aus. Was hier? Weißt du, gleich auf dem Boden, du kannst ihn wiederfinden. Geil. Oh. Ja. Oh. Aber erst drüber, als ich Jana hier musste, mal gucken. Wir waren neben also seinem Loch, ja? Aus dem Block rausgefallen. Weißt du, also, aus dem Boden und versuchen, den Detektor wiederzufinden. Na, das kommt ganz schnell. Also, der gibt einen guten Ton, wenn es so liegt. Super Ton. Ja, absolut. Ja. Kannst du nicht meckern. Aber wenn die noch so ein bisschen erdig angelaufen, dann ist ja alles lehmig hier. So dann, siehst du die mit dem Auge nicht. Ja. Siehst du schon mal 3 Stück? Sehr gut. Dann lohnt sich das doch, was wir hier heute tun. Mike hat auch schon gefunden. Und das ist wirklich
Das sind normalerweise Töne, da überlege ich mir dreimal, ob ich die Das ist Alufolie, ne? Eigentlich so. Eine geballene Alufolie. Ja, so dünn und so. Genau. Und dann Hocheisen dann erstmal. Und zum Teil, das eine, das lacht ja. Die liegen ja auch so. Und selbst so ein kleines Ding, wenn es 10 cm tief ist, kriegst du ja kaum rein. Nee. Aber hier wird schon noch ein Übungsspiel. Was? Hack oder eine ganze? Na, siehst du. Sehr gut. Nummer 5 oder 6? Na ja, dann prügeln wir mal noch ein bisschen. Ich glaube, ich habe eins. Jawohl. So, ihr Lieben. Da haben wir ein Stückchen. Cool. Dann hole ich euch gleich mal mit ran. Und dann gucken wir uns das mal gemeinsam ein bisschen von nahen an. Wie gesagt, wir reden hier über Diarams, über arabisches Hacksilber. Was hier verloren gegangen ist. Sehr, sehr cool. Naja, waren wir doch erfolgreich alle miteinander. Schöner Ring übrigens. So, Freunde, jetzt sind wir an der zweiten Location angekommen. Hier war die Thematik, dass hier mal Urnenfelder, Urnengräberfelder gefunden worden sind vor langer Zeit. Und ja, jetzt gucken wir hier einfach nochmal, ob wir noch ein bisschen was sichern können. Und ja, hier lässt sich es auf jeden Fall aushalten. Wetter ist immer noch geil. Wir machen weiter. Bis gleich. Das könnte ein Bruchteil von der Scherbe hier sein. Dann müssen wir mal die Augen hier ein bisschen offen halten. Weil hier noch mehrere finden. Das ist ja mal interessant. Scherben liebe ich ja. So, hier könnt ihr das richtig gut sehen. Hier haben wir welche. Zack und zack. Überall liegt das hier rum. Sehr gut. Die nehmen wir mal auch mit. Die sichern wir mal. Die zeigen wir mal dem Dirk. Weil es heißt OO. Sieht auf jeden Fall nach was Altem aus. Aber schwierig. Ist schwierig. Da jetzt eine Öse. Das könnte aber was sein. Das ist gerade zu grün, wa? Mhm. Meine Dings war zuerst dieses hinten der von der Fieber, weißt du? Ja, was du mir zuerst gezeigt hast. Ja. Das auf jeden Fall mal dem Dirk zeigen. Ja. Naja, dann sammle ich halt heute Scherben, wenn ich nichts finde. So, wir haben mal wieder eine schöne Scherbe. Oh, die ist rot. Von der einen Seite rot und von der anderen Seite dunkel. Ja, so porig, so grob. Definitiv. Gut, Nummer 2. Naja, ich sammle heute Scherben. Das hat keinen Zweck hier mit dem Detektor heute. Ihr räumt hier alle ab und ich habe nichts. Nein, will mich nicht beschweren, weiter geht's. Hier die nächste. Hopp. Da haben wir ein Signal. Ne? Wird wieder Müll sein. Unterlegscheibe, super. Ich habe jetzt endlich mal was gefunden. Ja, ein Münzlein. Ein Pfennig aus dem Deutschen Reich.
Oh, der sieht aber noch recht gut aus. 1923. Neuer. Den nehmen wir auch mal mit, der ist super. Passt zwar nicht in die Zeit heute, aber man macht ja auch immer andere Funde. Ist ja nicht nur das, was wir suchen, sondern schönes Teil. Besser wie nichts. Sehr gut.